Ressourcen versklavt haben. Oder so getötet haben. Eins von beiden. Wo ich mich frage, warum machen Menschen sowas? Ich meine, Majos sind Menschen, ne? Naja, egal. Jetzt kann man es nicht mehr ändern. Also man kann ja auch sagen, der größte Feind des Menschen ist der Mensch selber. Wegen Krieg und so. Krieg ist der Grund, warum am meisten Menschen auf der Welt sterben. Siehe Zweiter Weltkrieg, da starben ja 50 Millionen Menschen. Das ist eine erschreckende Zahl. Und jetzt momentan sind überall Atombomben im Umlauf. Russland und USA oder China auch. Wenn die alle hochgejagt, wenn die alle benutzt werden, dann wäre die Menschheit am Ende. Naja, aber der Mensch, der neigt immer zu Gewalt. Also man kann auch sagen, der Mensch ist das grausamste Lebewesen, das es gibt. Das ist leider die Realität. Ja, ja. Naja, gut, aber ist halt so. Man kann es nicht ändern. Ich meine, man kann jetzt nicht zu jedem Menschen sagen, du bist böse oder ändere dich. Nein, jeder hat irgendwie eine böse Seite. Gut, ja, jetzt haben wir hier schon fast alles ausgehöhlt. Und Cobblestones haben jetzt auch wieder ein bisschen, das ist gut. Und jetzt haben wir auch einen neuen Raum geschaffen. Das ist sogar noch besser. Ah, ich glaube die Decke, wobei die Decke passt sogar. Okay, ja, hier fällt ein Block, unglaublich. Gut, dann gehen wir wieder nach draußen und tun die Blöcke in den Ofen rein. Damit, ja, mit neuen Sachen kommen, geschmolzen werden, whatever, ihr wisst schon, was ich meine. So, ach, die Schafe müssen wieder beschnitten werden, das ist gut. Okay, hier rein mit den Pflastersteinen, dann haben wir 64 weitere Steinblöcke. Wo ist meine Schere? Die ist hier. Gebt mir eure Wolle. Oh, Moment, ich erinnere mal schön Musik. Ah, wobei, die ist eh gleich aus. Wikinger-Musik. Die Wikinger faszinieren mich auch. Ich meine, es waren ja die ersten Europäer, die in Amerika offiziell waren. Das muss sicher schön gewesen sein, als Wikinger so Tag und Nacht auf See und dann zurück ins Dörfchen kommen. Mit neuem Beutezug, also mit neuen geplünderten Sachen. Mit neuen Sachen halt. Ach ja, ja, diese halt einzelnen Völker, die faszinieren mich schon. Gut, dann hier neue Wolle. Und die Wikinger, die haben ja auch Grönland besetzt. Das muss sicher schön gewesen sein. Wenn die da zum Beispiel so, so Nova-Dingers da. Es gibt ja so, bei so nördlichen, Ländern, sag ich mal. Oder nördlichen Klimasachen. Antarktis oder Nordpol. Na, Antarktis nicht. Aber der Nordpol. Grönland und so. Gibt es so bestimmte Lichter im Himmel. Die entstehen dadurch, dass die Sonne irgendwie ein paar Sachen zur Erde schickt. Weiß ich jetzt genau. Da müsst ihr einen Profi fragen. Gut, was machen denn eigentlich jetzt? Es hat ja so viel verquatscht mit Völker und Kultur und so, ne? Ich würde sagen, wir können jetzt die Steine, die wir jetzt haben, platzieren. So, okay, gut. Ja, hier müssen wir übrigens Stämme hinbauen anstelle von diesen Steindingern. Und es leckt bei mir ein wenig. Ja, ich versuche jetzt mal so weiterzuspielen, auch wenn es jetzt ein bisschen leckt. Na, jetzt aber. Beruhig dich, mein Kurt. Es ist alles gut. Ich platziere nur ein paar Blöcke, okay?
Platziere nur ein paar Blöcke. Es gibt keinen Grund zu laggen. Und das Schaf da, das will wahrscheinlich ein Badchen nehmen. Na los, spring ins Wasser, du stinkst, da musst du dich jetzt nicht mehr waschen. Ja, man muss ja auch seine Tiere hygienisch irgendwie fit halten, ansonsten ja, werden sie krank. Also, spring ins Wasser, sonst wirst du krank. Na los, Schäfchen. Ja. Es hört nicht auf mich. Dafür wirst du jetzt beschnitten. Oh, vielleicht auch nicht. Werfer? Achso, Dispenser ist das genau. Aber der heißt jetzt Werfer. Hallo, Werfer. Hier haben wir noch ein paar Steine. Die können wir auch zu Steinziegeln verarbeiten. So, gut. Jetzt haben wir unser Haus ja fast fertig vom ersten Stock her. Uns fehlen nur noch ein paar Blöcke und die haben wir jetzt auch bald fertig. Wenn sie aus dem Ofen gebraten fertig sind, ne? Wenn sie also fertig gebraten sind, dann können wir unser Haus fertig bauen von der Wand her. Ich möchte ja später noch einen zweiten Stock hinzufügen, aber das reicht fürs erste schon mal. Gut, dann nehme ich jetzt das Holz mit, das was wir hier haben, und platzieren es dort drüben. Und platzieren es dort drüben hin. Ach, vorhin haben wir über Wikinger gesprochen, ne? Das ist jetzt eine Wikinger-Musik. Aus Siedler 4. Das ist eine Wikinger-Musik. Die Wikinger sind hier. Die Wikinger, die sind hier und plündern alles, was sie wollen. So, dann machen wir das hier noch weg. Und platzieren hier Stämme hin. Die Stämme, da gibt es doch so ein Online-Browser-Spiel, oder? Ach, keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Aber ich weiß nur eins, nämlich wir springen jetzt ins Wasser! Aua, haben wir jetzt Schaden bekommen? Ja, das sieht ziemlich komisch aus. Ich glaube, wir sollten hier zur Erde hin platzieren, damit das Ganze nicht mehr fliegen tut. Also gut, schließen wir die Löcher hier, damit das Ganze ein bisschen passender aussieht. Eigentlich ist es hier unser Keller, ne? Wir können ja hier jetzt quasi nur so eine Art Durchgang bauen. So eine Art, ja, Fluchtloch, sag ich mal. Oder so, ja, vielleicht sollen wir hier so Gittertor hinbauen. Das wäre auch eigentlich ganz nice. Dann müssen wir hier die Erde aber auch durch Stein ersetzen. Dann würde das Haus allerdings viel größer aussehen, als es eigentlich ist. Aber dann hätten wir hier eigentlich den ersten Stock, ne? Hier im Keller. Ach, mal schauen. Ich werde schauen, wie ich das irgendwie integrieren kann, damit es passt. Erstmal füllen wir die ganze Erde, die können wir hier später ersetzen, falls wir es so machen wollen, mit dem Plan, was ich hier jetzt gerade vorgeschlagen habe. Jetzt bauen wir halt erstmal das obere Stockwerk fertig, oder das erste Stockwerk in dem Fall. Und dann schauen wir nach, wie es dann abläuft. Okay, gut, hier sind zwar noch ein paar Grasdinger, die mache ich jetzt auch weg, damit das Ganze passt. Sieht nicht so besonders schön aus, wenn hier Graserde da plötzlich hier zwischen der normalen Erde ist. Kann zwar sein, dass die von selber verschwindet, aber ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das auch so ist. Okay, gut, dann hier noch Erde hin. Und da ist noch so ein Block, so ein Erdblock mit Gras. Ah, ich mag Gras. Habt ihr schon mal Gras probiert? Oh, hier ist auch noch einer. Und hier auch. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Ja, sieht zwar ziemlich künstlich hingesetzt aus, aber wir können es ja noch ein bisschen bearbeiten. Jetzt ist es halt erst einmal so improvisorisch da. Die Details, die machen wir am Ende, wenn das Haus fertig ist oder wenn das, ja, einigermaßen passt, das Haus. Okay, gut. Dann hier ist noch ein Schäfchen. Das einsame Schäfchen ist bei unserem Feld.
Es fällt ihm nicht leicht. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, so sieht unser Haus jetzt aus. Jetzt sind unsere Steine auch fertig. Wir kriegen wieder Erfahrungspunkte. Gut. Steinziegel. Ah, Schäfchen. Es schreit ja förmlich danach, beschnitten zu werden. Okay. Wahrscheinlich hast du so ein kratziges Fell gehabt, dass du dich jetzt freiwillig mir gestellt hast. So. Da ist auch schon wieder eins. Muss scharf beschneiden. Okay. Gut. Also bis zum nächsten Part. Ciao. So, jetzt platzieren wir die Wolle hin. Dort, wo sie hingehört. Es ist zwar nur 7, aber es ist egal. Es ist egal, es ist zwar nur 7 Wolle, aber das passt ja auch. Jetzt bauen wir unseren Keller. Nein, Quatsch. Falsches Wort. So, jetzt bauen wir unser Haus fertig. Jetzt bauen wir unser Haus fertig. Und kommen so in der neuen Welt an. Was? Egal. Jetzt bauen wir unser neues Haus fertig. Und haben so fest Fuß gefasst in der zweiten Staffel von Minecraft. Ja gut, ich höre schon auf zu singen. Ich werde schon ganz heiser wegen der hellen Stimme und so. Nein, ich will jetzt nicht die Treppe benutzen. Vor allem warst du so schüchtern und jetzt benutzt du die Treppe auf einmal. Unglaublich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nein, was mache ich da? Falscher Block. Du wirst beschnitten. So. Gut, dann kommt dieser Block hier noch weg. Und gleich haben wir unser Haus fertig gebaut. Es fehlen nur noch ein paar Blöcke. Aber wir müssen halt nur noch das Dach fertig bauen, ne? Weil sonst, wenn es regnet, dann sitzen wir auf dem Nassinnen. Anstatt des, auf dem Trockenen. So, und jetzt ist unser Haus fertig. Yay! Unser Haus ist nun fertig. Unser Haus ist jetzt fertig. Das ist gut. Jetzt baue ich den Boden und das Dach. Aber hierfür brauchen wir Wolle und für Wolle brauchen wir Schafe. Und Schafe, die müssen ja was fressen. Und, aber das Problem ist, die tun es ungern. So, jetzt kommt eine Ägyptermusik. Aus, ja, Siedler 3. Ja, ich weiß, ich habe lauter Siedlermusik. Gut, wie lange nehme ich jetzt eigentlich schon auf? Schon lang genug eigentlich, ne? Aber mach ich, ich glaube, jetzt komme ich auch langsam mal zum Ende. Gut, so sieht also unser Haus sieht jetzt momentan so aus. Ohne Dach und ohne, ja, Boden sieht halt nur noch, der sieht halt momentan aus wie so ein Blockhaus. Ich möchte jetzt hier so ein Stockwerk bauen. Hier lasse ich nochmal frei. Und hier halt noch eins nach oben und dann verbinde ich hier, dann mache ich hier so ein Dach hin. Und hier auch so ein Dach. Und dann mache ich hier so Ende. Ja, genauso mache ich das. Was ist? Hä? Ist da was? Ich beobachte dich. Du machst mir Angst. Schau mich nicht an. Hilfe. Böses Schäfchen. Böses Schäfchen. Es möchte uns eines Tages umbringen, habe ich das Gefühl. Und unser Haus in Brand setzen. Jede Wette. Ja, das planst du doch, oder? Hier ist nichts. Oh, beschneiden, 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 beschneiden. Okay, gut. Ja gut, dann mache ich... Beschneiden! Okay, dann mache ich jetzt Pause und ja, dann bauen wir im nächsten Part unser Dach fertig.
unser Dach bauen wir im nächsten Part. Mal schauen.